Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen allen uns, die hier sind und allen, die jetzt live zugeschaltet sind auf www.weltengeschichte.de. Wir haben einige Fragen, die uns erreicht haben, die wir kurz hier beantworten wollen. Frage Nummer eins, und das bezieht sich hier größtenteils auf Fragen, auf Themen, die wir bereits in den vergangenen Episoden angesprochen haben. Was ist mit den Morgensternen in Hiob 38, Vers 7 gemeint, wo es heißt, dass die Söhne Gottes jubelten und die Morgensterne miteinander jauchzten? In der Bibel wird immer wieder, wir haben das schon ab und zu angedeutet und gemerkt, auch symbolische Sprache, metaphorische Sprache verwendet. Zum Beispiel wurde ja der Hillel, der zu Satan wurde, auch als Drache bezeichnet. Und in diesem Sinne sind also hier die Sterne, die Morgensterne, keine buchstäblichen, tatsächlichen Sterne. In der Bibel finden wir einige Hinweise darauf, was Sterne repräsentieren. Zum Beispiel in der Offenbarung, da heißt es in Offenbarung 1 und dort Vers 20, dass die Sterne ein Symbol für Engel sind. Und in diesem Sinne ist auch Jesaja 14 zu verstehen, jener Text, den wir damals auch kurz zitiert hatten, als es darum ging, dass Hillel, der Luzifer, der geschaffene Engel, sich auf die Stelle Gottes erhöhen wollte. Da heißt es über ihn in Jesaja 14 und dort Vers 13, dass er gesagt hatte, und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Er wollte sich über alle anderen Engel emporheben und über sie herrschen. Und das ist also die Bedeutung dieser Morgensterne. Es waren also Engel, die miteinander gejubelt und gejauchzt haben, als sie die Schöpfung Gottes gesehen haben. Zweite Frage, die gestellt worden ist, wie kann in der Bibel stehen, dass Mose in den Himmel genommen worden ist, wenn kein Mensch das gesehen hat? Das ist eine sehr gute Frage. Wie kann etwas in der Bibel stehen, wenn kein Mensch das gesehen hat? Die Tatsache ist, es gibt mehrere Dinge in der Bibel stehen, die aber kein Mensch gesehen hat. Es war kein Mensch dabei, als Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Trotzdem steht es in der Bibel. Und auch für die anderen meisten Schöpfungstage kann das gesagt werden. Das liegt aus einer einfachen Tatsache, dass die Bibel zwar oftmals Augenzeugenberichte beinhaltet, aber eben mehr ist als ein Augenzeugenbericht. Es ist, wie wir gesehen haben in der Episode 7 über die Heiligen Bücher, es ist der Bericht von Menschen, die vom Geist Gottes inspiriert worden sind. Und so, wie wir das letzte Mal gesehen haben, der Mose Dinge sehen konnte, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. So wie Propheten Dinge vorhergesagt haben, die dann auch tatsächlich eingetroffen sind, so kann der Geist Gottes auch Menschen zeigen, was in der Vergangenheit passiert ist. Dinge, die zwar Menschenaugen nicht gesehen haben, die aber natürlich dem Auge Gottes nicht entgangen sind und die deswegen in diesem Buch aufgeschrieben sein können. Also auch das ein Beweis für den übernatürlichen Charakter dieser Bücher. Dritte und letzte Frage für heute. Und ich habe mir erlaubt, die Frage ein bisschen politisch korrekt umzuformulieren bzw. zu erweitern. Ich stelle die Frage mal dem Sinn nach. Wie sind die verschiedenen Hautfarben entstanden? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben in der Bibel keinen direkten Hinweis darauf, wie der genaue Mechanismus hinter der Genetik ist. Aber da wir uns ein bisschen in der Genetik auskennen, dürfen wir davon ausgehen, dass hier die einfachen biologischen Gesetzmäßigkeiten, die Gott in den Menschen hineingelegt hat, eine Rolle spielen. Offensichtlich haben Adam und seine Frau die Gene für all die verschiedenen Hautfarben gehabt, die wir heute so kennen. Also von ganz weiß bis ganz schwarz und ganz gelb und ganz rot und alles, was es so dazwischen gibt. Vielleicht hat es früher sogar noch mehr Farben gegeben, wer weiß. Aber das wäre natürlich pure Spekulation. Und es ist interessant zu sehen, dass nicht nur an den Hautfarben, sondern auch an verschiedenen anderen Details der menschlichen Anatomie sich sehr schön absehen lässt oder zeigen lässt, wie offensichtlich das sich auseinanderentwickelt hat. Zum Beispiel, wenn Sie in den fernen Osten reisen, wenn Sie feststellen, dass fast alle Menschen, man nennt das eine Mongolenfalte haben, so eine doppelte Hautschicht. Das gibt es aber auch unter den Finnen, die allerdings sonst eigentlich nicht gerade wie Fernostasiaten aussehen.
Und wenn man da mehr Zeit hat, kann man herausfinden, dass tatsächlich die indoeuropäischen Rassen und die fernostasiatischen Rassen relativ nahe zusammen sind in ihrer Anatomie und sich dann nach und nach, als die Völker sich verteilt haben nach dem Turmbau zu Babel und verschiedene Sprachen dazu geführt haben, dass man auch innerhalb der eigenen Sippen geheiratet hat, dann bestimmte genetische Dispositionen sich verstärkt haben und verfestigt haben. Im Prinzip ganz ähnlich, wie man das auch aus anderen genetischen Experimenten auch in der Tierwelt kennt. Und in dem Sinne gibt es aus biblischer Sicht überhaupt nicht den geringsten Ansatz oder den geringsten Grund, irgendeine Rasse, irgendeine Hautfarbe, eine Körpergröße oder eine sonstige anatomische Besonderheit als besser oder schlechter darzustellen, sondern es ist einfach Ausdruck der großen Vielfalt unseres Schöpfers, der sehr viel Freude gehabt hat bei der Erschaffung nicht nur der Welt im Allgemeinen, sondern auch des Menschen im Besonderen. Also herzlichen Dank für diese Fragen und stellen Sie uns weiter Fragen. Und wir werden versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen Antworten darauf zu finden. Wie gesagt, unter fragen@weltengeschichte.de ist das möglich oder hier auch in der Fragenbox. Kurze Zusammenfassung, wie jeden Abend, was bisher geschah. Und vielleicht die ersten Folien können wir fast schon mitsprechen. Wir haben damit angefangen und wir haben festgestellt, Gott ist die Liebe, er ist es immer, das ist seine Gesetzmäßigkeit. Er schuf die Welten, in denen alle geschaffenen Wesen gemeinsam mit ihm nach diesem Gesetz der Liebe harmonierten, bis jemand dieses Gesetz der Liebe in Frage stellte, eine Rebellion startete, ein Drittel aller Malakim, aller Boten auf seine Seite zog, der Heleel, der zu Satan wurde. Gott schuf die Erde, er schuf den Menschen, um zu zeigen, dass er gut ist und der Mensch sollte seinen Charakter repräsentieren. Doch der wurde verführt durch eben jenen Satan, der die Schlange benutzte. Und Gott gab die Menschheit, er gab diesen Planeten nicht auf, sondern er deutete an, dass er selbst sich opfern würde, um der Menschheit eine zweite Chance zu geben, sich doch noch für das ewige Leben zu entscheiden. Und Opfer sollten es repräsentieren. Nachdem dann die Sünde den Planet Erde fast vollständig in Finsternis gehüllt hatte und Gott über 1,5 Jahrtausende geduldig gewartet hatte, ließ er in der Sintflut die alte Welt untergehen. Er berief dann, Jahrhunderte später, einen Mann mit Namen Abraham, um seinem Namen ein Zeugnis zu geben, seinen Charakter zu verkündigen, in einer schon wieder moralisch finsteren Welt. Er und seine Nachkommen lebten dort in Kanaan über einige Zeit als Fremdlinge. Und schließlich gerieten die Söhne von Jakob, dem Enkel von Abraham, durch das Wirken eines ihrer Brüder Josef, der in Ägypten zum beinahe Pharao, zum Tiati von Kemet gemacht worden war, nach Ägypten. Dort wuchs die Familie, dort wurden aus den Kindern Israel das Volk Israel, dort wurden sie immer mehr unterdrückt. Und Gott sandte Mose, den Verfasser der ersten beiden inspirierten Bücher. Er sandte ihn zurück, er gab ihm den Auftrag, das Volk Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen. Das tat er auch, Gott befreite das Volk. Er besiegte die ägyptische Armee am Toten Meer und führte sein Volk zum Sinai, wo er das Gesetz seiner Liebe in diesem schicksalshaften Jahr 2513 ihnen offenbarte. Sie waren nicht darauf vorbereitet, obwohl sie ihm dienen wollten, im Herzen wirklich die Sünde aufzugeben und kurze Zeit später tanzten sie um ein goldenes Kalb. Gott vergab ihnen durch die Fürsprache jenes Mose und zeigte ihnen anhand eines Zeltes, wie der Plan der Erlösung im Einzelnen stattfinden sollte. Trotzdem rebellierte jene erste Generation an der Grenze zu Kanaan und wollte nicht hineingehen. Man glaubte nicht, dass Gott ihnen wirklich in jedem Schritt helfen würde. Und so ging es weitere 38 Jahre durch die Wüste, bis 40 Jahre schlussendlich voll waren. Dann wurde das Land zuerst im Osten des Jordans erobert und der Versuch, das Volk zu verfluchen, schlug fehl. Der Versuch, das Volk zu verführen, hatte großen Erfolg. Aber auch hier griff Gott ein und Mose sprach in seiner letzten Ansprache zu dem Volk und beschwörte sie, doch ihr Herz zu beschneiden. Diese Ansprache hat tatsächlich diese zweite Generation verändert. Während Mose starb und als erster Mensch durch Gottes
lebensgebende Kraft aus dem Grab wieder emporstieg, um bei Gott zu sein, nahm das Volk Israel ohne seine Leitung jetzt das gelobte Land, das verheißene Land ein. Sieg über Sieg folgt unter Leitung von Joshua und das Land wurde verteilt auf die 12 Stämme. Und dann, als die zweite Generation langsam starb, begannen die Kinder, die eigentlich hätten unterrichtet werden sollen in den Wegen des Herrn, wieder sich zu orientieren an den Religionen um sie herum. Gott sandte Befreier, sogenannte Richter. Und an dieser Stelle haben wir aufgehört und an dieser Stelle werden wir weitermachen heute mit der Episode 11. Und bevor wir beginnen, wollen wir zu Beginn ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir kommen heute Abend zu dir in dem Bewusstsein, dass es viel zu lernen gibt. In dem Bewusstsein, dass vieles von dem, was wir heute hören, obwohl es Jahrtausende alt ist, auch mit unserem Leben zu tun hat. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du heute zu unseren Herzen sprichst, dass du durch deinen Heiligen Geist uns die Lektionen lebendig vor Augen stellst, dass wir lernen von dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du das tun wirst, nach deiner Verheißung, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird. Im Namen Jesu. Amen. Episode 11. Das dunkle Zeitalter. Nachdem die Generation von Josua und den Ältesten, die ihn noch gekannt hatten, dahin gestorben waren und neue Generationen aufgekommen waren, verliert sich die Chronik des Volkes. In all den Jahrtausenden ist es das einzige Zeitalter, für das sich keine präzise Chronik erstellen lässt. Es war fürwahr ein dunkles Zeitalter. Über diese Zeit heißt es, da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn und sie dienten den Baalen, den Göttern der Kanaaniter und der Amoriter. Und jene Zeit war eine Zeit des Chaos. Es heißt, von jener Zeit an brannte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten und verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie vor ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. Im Norden und im Osten und im Süden und im Südwesten, überall erstanden ihnen Feinde. Und der genaue Ablauf jener Zeit lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Wir haben nur noch einige Geschichten, die wie einzelne Puzzlestücke nicht mehr ganz zueinander zu puzzeln sind. Manches von dem, was wir heute Abend hören, mag vielleicht zeitgleich stattgefunden haben oder in einer anderen Reihenfolge. Aber genügend ist überliefert, um uns ein Bild zu geben, eine Skizze jener Zeit, die so finster war. Doch auch in jenem dunklen Zeitalter hat Gott sein Volk nicht verlassen. Auch dann war er immer derselbe. Doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen derer retteten, die sie beraubten. Diese Richter nannte man Shofetim, die Richtenden. Und so heißt auch das Buch, das anonym geschrieben worden ist, um die verschiedenen Taten und Geschichten jener Epoche aufzuschreiben und festzuhalten. Und wie ein Kehrvers kehrt es immer wieder in diesem Buch. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Vor den Augen des Universums zeigte sich über Jahrzehnte, ja über Jahrhunderte, was passiert, wenn jeder zuerst an sich selbst denkt. Da war zum Beispiel ein Mann. Sein Name war Micha und er lebte auf dem Bergland von Ephraim. Er sah das Geld seiner Mutter,
die vielen Silberstücke, und er dachte sich, ich kann sie gut gebrauchen, und er raubte das Geld seiner Mutter. Die wurde fast wahnsinnig, als sie das Geld suchte und immer noch nicht fand. Irgendwann gelobte sie, wenn dieses Geld jemals gefunden wird, dann möchte ich damit etwas ganz Bedeutsames tun. Nun, das Geld wurde gefunden. Micha beichtete seiner Mutter. Und die war so dankbar, all die Silberstücke wieder haben zu dürfen, dass sie sich entschloss, wirklich etwas Außergewöhnliches mit diesem Silber zu tun. Hätte sie sich entschieden, doch es nicht zu tun. Von jenem Geld bezahlte sie einen Kunsthandwerker, der exklusiv für sie und ihre Familie ein Götzenbild anfertigen sollte. Und Micha begann mit seiner Mutter dort auf dem Bergland Ephraim für sich und sein Haus und vielleicht auch für die Nachbarn so einen ganz speziellen, besonderen Götzenkult, einen Bilderdienst anzubieten. Eines Tages kam Besuch aus dem Süden, ein Levit. Die Leviten waren ja ausersehen, im ganzen Land zerstreut zu sein, um das Volk zu belehren über das Wort Gottes, über das, was Mose und Joshua haben aufschreiben lassen. Und dieser Levit kam aus Beth Lachem, aus dem Haus des Brotes, eine kleine Ortschaft, ganz in der Nähe des Grabes von Rahel, die damals vor vielen Jahrhunderten gestorben war. Damals hieß der Ort noch Ephrata, so kannte ihn Jakob noch. Aber in der Zwischenzeit hieß der Ort jetzt Bethlehem oder Bethlehem. Von dort kam der Levit auf Besuch. Und anstatt Micha zu tadeln für seinen Götzendienst, hörte er, dass man gutes Geld verdienen könnte, wenn man quasi als Privatpriester dort sich anstellen ließe. Und er blieb bei Micha und fungierte als bezahlter Götzenpriester. Und Micha glaubte, das wäre ein Zeichen Gottes. Er sagte, nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten als Priester habe. Wenn Leviten mir helfen, wenn Leviten diese Religion gutheißen, dann muss es doch vom Herrn sein, oder? In jenen Tagen war der Stamm Dan ganz im Westen an der Küste in schwerer Not. Sie hatten ihr Gebiet, das ihnen zugewiesen worden war, nicht erobern können. Und so waren sie zurückgedrängt worden in das Bergland dort nach Ephraim. Und dort hatten sie zu wenig Platz. Und so fragten sie sich, wo es anderes Land geben könnte. Und sie sandten eine Delegation aus, um anderes Land auszukundschaften, wo man sonst noch leben könnte. Und diese Delegation kam auf das Bergland Ephraim. Und sie kam in das Haus von Micha. Und sie sah den Götzen und sie sah seinen Dienst. Sie sah noch den Leviten und sie zogen weiter. Sie zogen gen Norden, weit nördlich des großen Sees Kinneret. Und dort fanden sie eine Stadt, die Stadt Lais. Sie lag so ruhig und so abgeschieden, keine fremde Stadt weit und breit. Man hörte, dass weit, weit, weit im Norden die Stadt Sidon liege, aber die war so weit weg, dass niemand dieser Stadt helfen würde, sollte sie angegriffen werden. Und so ging die Delegation zurück zum Stamm Dan. Man berichtete von jener friedlichen Stadt, die so schutzlos dort im Tal lag. Und der Stamm Dan sandte 600 Soldaten aus, eine Delegation. Und auf dem Weg kamen sie erneut wieder an dem Haus von Micha vorbei. Und sie fragten den Leviten, ob er statt eines Priesters für eine Familie nicht lieber der Priester für einen ganzen Stamm werden will. Denn sie hätten sich vorgenommen, genau jenes Götzenbild mitzunehmen und zu ihrem Nationalgott zu machen. Und der Levit, der bereits den Dienst des wahren Gottes aufgegeben hatte für Geld, der sah die Möglichkeit, dass ein ganzer Stamm vielleicht ihn besser bezahlen konnte als eine Familie. Und so nahm er das Angebot an. Und die Soldaten Dans raubten das Götzenbild und sie nahmen jenen Priester, jenen Leviten mit sich. Micha protestierte und seine Nachbarn protestierten auch, aber als sie die 600 gerüsteten Soldaten sahen, da wurde ihr Protest leiser und leiser und leiser.
Und so zogen die Soldaten Dans nach Norden und sie kamen nach Lais und tatsächlich, es war eine friedliche Stadt und tatsächlich niemand half ihnen. Die Stadt wurde besiegt, die Stadt wurde auf die Grundmauern niedergebrannt, neu aufgebaut und man nannte sie Dan, ganz oben im Norden. Und dort lebt jetzt über die Hälfte des Stammes. Ein ganzer Stamm Israels hatte sich dem Götzendienst verschrieben. Es war ein anderer Mann, ebenfalls auf dem Bergland Ephraim. Er war selbst Levit. Und als Levit hatte er einen ganz besonders hohen Anspruch an die Moral haben sollen. Doch in jenen Zeiten haben auch die Leviten es nicht so genau genommen. Und neben seiner Frau hatte er sich eine Nebenfrau gehalten. Doch die hatte irgendwann keine Lust mehr darauf gehabt, nur noch Nebenfrau zu sein. Und sie lief von ihm weg, sie rannte zu ihrem Vater zurück und der wohnte in Bethlehem. Und dem Leviten war das unangenehm, auf seine Nebenfrau verzichten zu müssen. Und so machte er sich auf die weite Reise, um seine Nebenfrau wieder zu sich zu holen. Und dort im Hause ihres Vaters konnte er sich mit ihr versöhnen. Er hat ihr lange zugehört, hat all ihre Sorgen wahrgenommen und hat gesagt, komm doch wieder mit mir zurück. Und der Vater sagte zu ihnen, bleibt noch ein bisschen, bleibt noch einen Tag. Sie blieben noch einen Tag, sie blieben noch einen Tag. Und irgendwann hatte der Levit das Gefühl, der Vater wolle sie nur aufhalten. Und obwohl es schon spät am Nachmittag war, sagte er, wir gehen heute zurück nach Hause. Und der Vater sagte zu ihm, nein, bleib doch wenigstens noch einmal eine Nacht hier. Aber diesmal wollte der Levit nicht auf sich hören. Und so zogen sie. Und es wurde dunkel. Und sie hatten die Heimat Bergland Ephraim noch nicht erreicht. Und der Bursche des Leviten sagte zu ihm, schau mal dort auf der gegenüberliegenden Seite, da liegt Jebus. Die Stadt, die damals mal die Stadt Salem gewesen ist und die Joshua eingenommen hat. Aber der Levit wollte doch nicht hingehen. Er wusste, dort lebten zu viele Kanaaniter. Der Stamm Benjamin hatte die Jebusiter nicht vertrieben und jetzt hatten sie die Stadt größtenteils wieder aufgebaut. Und er wollte nicht zu den Feinden, um dort zu übernachten. Er wollte lieber in einer israelitischen Stadt übernachten. Gleich daneben lag Gibea. Und dort in Gibea betrat er den Marktplatz. Er wunderte sich etwas über die seltsamen Blicke der Männer. Niemand sprach ihn an und niemand lud ihn zu sich nach Hause ein. Nur ein anderer Fremdling, der auch nicht seinen Hauptwohnsitz in Gibea hatte, der wusste schon, was kommen würde und lud ihn schnell zu sich in seine Wohnung ein. Und als sie abends dort saßen, der Gastgeber und der Levit und seine Nebenfrau, da klopfte es an den Türen. Das Klopfen war nicht das Klopfen einer Hand, es war das Klopfen vieler Hände, es war das Klopfen vieler Fäuste. Und der Mob draußen schrie, gib ihn heraus, den Fremden, wir wollen ihn vergewaltigen. Und oben im Himmel, da erinnerten sich Engel, dass genau dasselbe vor vielen Jahrhunderten passiert war. In einer Stadt, von der ja nur noch eine Salz- und eine Schwefelschicht übrig geblieben war, genannt Sodom und ihre Nachbarstädte Gomorra. Hier waren es Israeliten, die dasselbe vorhatten. Aber damals waren Engel im Haus und die hatten die Situation gelöst. Diesmal war nur ein Levit im Haus. Und dem fiel nichts Besseres ein, als seine Nebenfrau als Ersatz für sich aus der Tür zu stoßen. Und jene Söhne Israels, jene Benjaminiter, die Gott berufen hatte,
ein Licht zu sein in der Welt der Heiden. Sie nahmen dankbar jene Nebenfrau. Das Dunkel der Nacht hüllte ein, was geschah. Nur ihre Schreie, ihre verzweifelten Schreie, ihre Schreie nach Hilfe und nach Gnade, die störten die Nachtruhe von Gibea. Es war ein großer Mob gewesen und jeder kam an die Reihe. Und am nächsten Morgen, als die Sonne aufging und der Levit, der mit seinem Leben davongekommen war, die Tür aufmachte, da sah er seine Nebenfrau auf der Türschwelle liegen. Und er sprach sie an, aber hielt keine Antwort. So etwas war noch nicht einmal unter den Kanaanitern geschehen. Und er nahm seine tote Nebenfrau, ging auf das Bergland Ephraim in sein Heim und schnitt seine Frau in 12 Teile. Und er sandte ein Körperteil jeweils zu einem Stamm und fragte ganz Israel, was nach solch einer Schandtat geschehen sollte. Ganz Israel kam zusammen, jeder Stamm sandte Soldaten. Und man forderte den Stamm Benjamin auf, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen, doch die weigerten sich. Man hielt das Ganze für ganz okay. Und so kam es in jenen Tagen zum Bürgerkrieg, 11 Stämme gegen einen. 400.000 Soldaten auf der einen Seite und etwas mehr als um die 25.000 auf der anderen. Aber die Benjaminiter waren geübte Steinschleuderer. Und als es zur Schlacht kam, da gewannen überraschenderweise die Benjaminiter. 22.000 Israeliten fielen. Und Israel war sich unsicher, ob sie den Kampf fortsetzen sollten. Am nächsten Tag beteten zu dem Herrn. Sie kämpften noch einmal und wieder gab es eine verheerende Niederlage. Benjamin war stärker als gedacht. Mittlerweile waren insgesamt 40.000 Israeliten gefallen. Und voller Verzweiflung fragten die Israeliten erneut, ob sie kämpfen sollten oder nicht. Damals war Phinehas, der Sohn von Aaron, noch gegenwärtig. Und erhielt die Antwort von Gott, dass diesmal ein Sieg zu erwarten sei. Und sie kämpften und sie rotteten Benjamin beinahe aus. Von den 25.000 benjaminitischen Soldaten blieben eine Handvoll übrig, ein paar hundert, 600. Und fast keine Frauen und keine Kinder blieben übrig. Ein ganzer Stamm war ausgelöscht fast. Und als man das realisierte, war die Trauer noch größer. Man fragte sich, wie die wenigen überlebenden Benjaminiter jemals wieder ein Erbteil haben könnten in Israel. Es brauchte vor allem Frauen, damit sie sich fortpflanzen konnten, so war das die Überlegung. Woher Frauen nehmen und nicht stehlen. Der Kriegsrat kam zusammen und man beschloss, nach einer Stadt zu fragen, nach einer Stadt Ausschau zu halten, die keine Soldaten in den Krieg geschickt hatte. Und man fragte herum und es stellte sich heraus, kein Soldat kam aus Jabes in Gilead. Und so sandte man eine Armee nach Jabes in Gilead, vernichtete die Stadt und nahm die Frauen dort und gab sie den Benjaminitern. Und man beschloss, falls sie noch mehr Bedarf an Frauen hätten, dann könnte folgende Regel gelten. Man hatte zuvor geflucht und geschworen, die eigenen Frauen nicht den Benjaminitern zu geben. Deswegen konnte man das nicht einfach so tun. Aber man erlaubte ihnen jedes Jahr, wenn die Festlichkeiten kämen, sich in den Weinbergen zu verstecken, um dann Frauen zu rauben. Und wenn dann so ein Benjaminiter eine Frau rauben würde, dann würde man ihn nicht strafrechtlich verfolgen. Und so kamen die Benjaminiter wieder an ihre Frauen.
Und der Stamm konnte sich erholen. Es waren Geschichten wie diese, die die Welten fast in Schockstarre brachten. Das ist das Volk Gottes. Und immer wieder kamen Feinde, wie zum Beispiel die Wüstenfürsten, die Nachfahren Ishmaels, Midian. Sie hatten ja durchaus ihre Verbindung zu Israel. Aber als Israel so schwach da niederlag, kamen sie und brannten sie die Ernten nieder. Und Gott sandte einen Propheten, der sagte, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all derer, die euch bedrängten und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Der Götzendienst hatte das Volk heidnisch im Herzen gemacht. Und Gott konnte sie nicht wirklich beschützen. Aber da Gott immer derselbe ist, hatte er Erbarmen auch mit diesem fehlgeleiteten Volk. Da war ein Mann aus dem Stamm Manasse. Und als die Midianiter gerade wieder das Land verwüsteten, da verbarg er sich auf einer verborgenen Tenne und drosch ein bisschen von der Ernte, die er hatte retten können. Sein Name war Gideon. Er war der letzte überlebende Sohn seines Vaters Joasch. Alle anderen waren schon gefallen im Kampf mit Midian. Und mit Sicherheit hat er sich seine Gedanken gemacht, wie das werden würde. Das Volk Israel war verkommen zu einer Gruppe von Bergbewohnern, die in den Klüften und Höhlen sich versteckten. Und als er so vor sich hin drosch, hört er die Worte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ein Malak, einer der Malakim, war herabgestiegen zu seiner Tenne. Aber Gideon hatte seine Fragen. Er sagte, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen und wo sind all seine Wunder, von denen unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Ist Gott wirklich immer derselbe? Nun aber hat uns der Herr verlassen und die Hand der Midianiter gegeben. Hör uns doch auf mit den Geschichten von einem geteilten Meer und von den Siegen über Og von Baschan. Jetzt ist davon nichts mehr zu sehen, das steht nur in den Büchern. Jener Herr, jener Malak, jener Engel, der antwortete mit einer außergewöhnlichen Zeichengebung. Als Gideon ein Zicklein nahm und es ihm bereiten wollte und das Fleisch auf einen Stein legte, da nahm dieser Engel seinen Stab, berührte das Fleisch, berührte den Stein und es kam Feuer aus dem Stab und in dem Feuer flog dieser Bote zurück in den Himmel. Und Gideon erkannte plötzlich, dass er nicht nur mit irgendeinem Engel gesprochen hatte, sondern mit dem Sohn Gottes, mit Michael. Der war gekommen, um sein verdorbenes Volk zu retten. Und er hatte ihm den Auftrag gegeben, Israel zu richten. Als erstes sollten die Bale ausgerottet werden. Und Gideon musste zu Hause anfangen. Selbst sein Vater hatte solche Götzenstandbilder. Und er traute es sich nicht in der Nacht zu tun. Deswegen kam er am Abend in der Nacht und zerstörte die Statuen des Baal. Am nächsten Morgen waren die Bewohner der Stadt aufgeregt und sie wollten den Gideon schon umbringen. Aber der Vater behielt einen kühlen Kopf und sagte, wenn Baal ein Gott ist, dann wird er sich schon drum kümmern. Lasst meinen Sohn in Ruhe. So nannten sie Gideon mit Zweitnamen Jerubbaal. Der Baal soll sich gegen ihn kämpfen. Die Midianiter hatten sich ausgebreitet wie Heuschrecken in der Ebene von Jezreel.
Und Gideon rief die nördlichen Stämme zusammen, Asser und Naphtali und Sebulon und auch seinen eigenen Stamm Manasse. Und es kam eine große Anzahl, mehr als 30.000 Mann. Und als Gideon im Buch des Herrn, in dem fünften Buch, das Mose geschrieben hatte, im Buch Ele Hadabarim, in der großen Rede, die Mose gehalten hatte, die Kriegsgesetze durchforschte, da stellte er fest, dass Gott angeordnet hatte, dass niemand, der gerade frisch geheiratet hatte und niemand, der gerade frisch in anderen Dingen involviert war, eigentlich in den Krieg ziehen durfte. Und er sah die Anordnung und er sah die Armee. Und er hatte schon seine Bedenken, ob die 32.000 Soldaten genügend wären. Und er sah diese Regel und er dachte sich, die trifft heute nicht zu. Und er erzählte niemandem was davon. Bis Gott vom Himmel zu ihm sprach, die Armee ist zu groß. Zu groß? Kann eine Armee zu groß sein? Und Gott wies ihn darauf hin, dass er ernst meinte, was er dort geschrieben hat. Und so fragte Gideon, wer überhaupt in den Krieg ziehen möchte und wer nicht vielleicht lieber sein Recht in Anspruch nehmen möchte, ein Jahr mit seiner frisch verheirateten Frau zu verbringen. Und die Armee schrumpfte. Aber noch immer waren da viele Tausend. Und Gott sprach zu ihm, die Armee ist zu groß. Und Gideon bekam jetzt wirklich mit der Angst zu tun. Er hatte bereits ein Zeichen von Gott bekommen. Er hatte damals, als die Armee ausgerufen worden war, ein Fell auf den Boden gelegt und es war nass gewesen, während alles herum trocken war. Und dann war es trocken gewesen, während alles herum nass gewesen war. Er wusste, Gott kann Großes tun. Aber als Gott immer und immer wieder sagte, die Armee ist zu groß, da kam ihm Bedenken. Er führte seine Armee an das Wasser. Und all die Soldaten stürzten sich an den Fluss und die meisten gingen an die Knie und tranken so viel sie konnten. Nur wenige beugten sich ein bisschen hinunter, nahmen ein bisschen Wasser in ihre Hände, so dass es sie gerade erfrischte und dann zogen sie weiter. Nur 300 hatten nicht zuerst an sich selbst und an ihr Wohlergehen gedacht. Und nur diese 300 wollte Gott in seine Armee. Der Rest durfte nach Hause gehen. Die Armee der Midianiter hatte sich keinesfalls verringert. Mit 300 Mann sollte Gideon ihnen entgegentreten. Jedem von ihnen gab er eine Fackel und einen Krug und ein Schofarhorn. Und eines Abends ging er hinab in das Tal verkleidet und er hörte, dass die Midianiter das Gerücht haben, dass Gideon sie besiegen würde. Da gewann er Mut und am selben Abend, als sie das gesamte Tal umstellten von drei Seiten aus, da bliesen sie das Schofarhorn und zertrümmerten ihre Krüge und schrien mit lautem Kriegsgeschrei. Und die Midianiter glaubten, dass alle Armeen der Welt sich versammelt hätten und sie begannen, sich im Getümmel selbst umzubringen. Jetzt kam der ganze Rest Israels und sie verfolgten die Midianiter. Und am Jordanübergang hielten sie die midianitischen Könige fest. Und Gideon nahm seine Armee von 300 und sie verfolgten die fliehenden Midianiter. 120.000 Midianiter waren bereits umgekommen. Aber noch blieb da eine Restarmee von 15.000 übrig. Und er kam an den Städten von Pnuel und Sukkot vorbei, dort, wo damals Jakob mit Gott gerungen hatte. Und er fragte um Unterstützung an, aber die wollten keine Unterstützung geben. So zog er mit seinen 300 Mann allein weiter und besiegte die 15.000 Midianiter in einer offenen Feldschlacht, als er sie am frühen Morgen überraschte. Er strafte die Städte Sukkot und Pnuel, die sich gegen ihn gewandt hatten. Und sie töteten die Könige der Midianiter.
Und sie führten all deren Kamele, mit denen sie aus der Wüste hergeritten waren, und nahmen die goldenen Halbmonde, die das Zeichen der Wüstenbewohner waren, und all den Schmuck der Ismaeliten, der Midianiter. Und man bot ihm an, König zu werden über Israel, diesem Helden Gideon. Doch er sagte: Ich will nicht über euch herrschen. Mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Wir wollen keine Dynastie gründen. Der Herr soll über euch herrschen. Aber da war kein König in Israel. Der König hätte Gott sein sollen. Aber dem wurde zu selten eingeräumt, sein Gesetz in den Herzen wirken zu lassen. Und selbst Gideon, dieser große Held, dieser Mann des Glaubens, als er das viele Gold sah, das er von den Ismaelitern, den Midianitern genommen hatte, da kam ihm eine törichte Idee, er schmolz die Ohrringe, die das typische Zeichen der Wüstenbewohner waren. Er schmolz diese Ohrringe und machte ein Ephod daraus und er ließ es anbeten. Und er nahm sich viele Frauen und zeugte 70 Söhne und er hatte sogar eine Nebenfrau. Und als er starb, war der Götzendienst des Baal wieder gang und gäbe. Man nannte ihn meistens den Baal-Berit, den Herr des Bundes, als ob diese kleinen Figürchen irgendeinen Bund mit Menschen machen könnten. Und sein Sohn, den er mit einer Nebenfrau gezeugt hatte, der wohnte in Schechem, an jenem Ort, wo Abraham zum ersten Mal das Land betreten hat, an jenem Ort, wo die 10 Gebote verlesen worden waren. Ausgerechnet dort überzeugte sein Sohn Abimelech, der interessanterweise hieß: Mein Vater ist König, obwohl sein Vater Gideon die Königswürde abgewiesen hatte. Dort entschlossen sich die Bewohner von Schechem, eben jenen Abimelech, zum König auszurufen. Nicht zum König von ganz Israel, das hätte wahrscheinlich niemand anerkannt, aber doch zum König jener Gegend, zu einem Stadtkönig von Schechem. Dort unter der Terebinte, unter der schon Abraham gesessen hatte, riefen sie diesen Abimelech zum König aus. Und sie beteten zu Baal Berit. 3 Jahre ging das gut, doch dann hatten sie keine Lust mehr auf ihren König. Dieses Königtum, das sie selbst aus dem Boden gestampft hatten, erfüllte nicht ihren eigenen Wunsch. Abimelech, der gegen Gott rebellierte, hatte es jetzt mit einer Rebellion seiner eigenen Stadt zu tun. Ein anderer Mann kam des Weges, sein Name war Gaal. Und der hetzte die Bewohner von Schechem gegen ihren Stadtkönig Abimelech auf. So sehr, dass die Bewohner sogar Räuber und Wegelagerer gegen ihren eigenen König anstellten. Und als das Kelterfest kam und im Tempel des Baal Berit die Männer soffen und tranken, da schlug Gaal vor, die Stadt ganz und gar wieder kananitisch zu machen, sich ganz und gar wieder auf die eigentlichen Wurzeln Kanaans zu besinnen und all diesen ganzen Unsinn mit dem Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs aufzugeben. Und dann kam es zur Schlacht. Abimelech und seine Armee gegen seine eigene Stadt, die ihn zum König gekrönt hatte. Und es kam zu 2 Schlachten und in beiden siegte Abimelech. Und er tötete viele seiner eigenen Untergebenen. Sie verbrannten den Turm der Stadt, in den sich einige geflüchtet hatten. Doch er selbst starb, als in einem weiteren Gefecht eine Frau einen Stein von einem Turm herabwarf und ihn am Kopf traf. So endete das Kapitel 3 Jahre Königsherrschaft eines Götzendieners in der Stadt, in der nicht allzu lange zuvor 2 Millionen Israeliten das Gesetz Gottes verlesen hatten. Andere Richter kamen und gingen, Tola, der Wurm, und Jair, der Leuchtende. Und als der Richter Jair starb, da nahm der Götzenhand in allen Formen überhand. Und neben Baal und Aschera und Chemosh,
dem Gott der Moabiter, und Milkom, dem Gott der Ammoniter, verehrte man jetzt vor allem diese Göttin, deren liebstes Zeichen die Schlange war, Ashtoret. Die Ugariter nannten sie Atartu, die Astarte. Und in jenen Tagen erstarkten die Ammoniter, jenes Volk, das man damals nicht hatte angreifen dürfen, im Osten, östlich des Ostjordanlandes. Und die Ammoniter behaupteten, dass sie in Wirklichkeit der Besitzer des Ostjordanlandes waren und dass damals Israel ihnen das weggenommen hätte. Und sie besetzten das gesamte Ostjordanland, aber worum es ihnen wirklich ging, zeigte sich bald, sie wollten Israel verderben, und so kamen sie oft über den Jordan in das Kerngebiet Israels und vernichteten Ernten und schlugen die Menschen und raubten, was sich rauben ließ. Und Gott sandte einen Propheten und sprach: Habe ich euch nicht von den Ägyptern, von den Amoritern, von den Ammonitern und von den Philistern errettet? Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr retten. Ich habe euch so oft gerettet, ihr wollt ja nicht. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Die sollen euch retten zur Zeit eurer Not. Fällt euch einmal auf, dass immer, wenn es euch gut geht, ihr euch vor Ashtoret und vor Baal beriet und vor Milkom beugt, weil dort könnt ihr essen, was ihr wollt, dort könnt ihr trinken, was ihr wollt, dort könnt ihr Frauen begrapschen, wie ihr wollt, weil das alles Teil der Religion ist. Und wenn es dann euch schlecht geht, dann fällt euch ein, dass diese Götter nur Stein und Holz und Gold sind. Und dann fällt euch ein, wer euch wirklich helfen kann, und dann betet ihr zu mir. Und sobald es euch gut geht, vergesst ihr alles, weil ihr wieder so leben wollt, wie es euch passt. Fragt doch mal Baal, ob er euch hilft. Die Israeliten wussten, all ihre Baals-Statuen würden nichts ausrichten gegen die versammelten Armeen Ammons. Und so sprachen sie: Wir haben gesündigt. Mache du mit uns, was dir gefällt, nur errette uns noch dieses Mal, nur noch ein einziges Mal, bitte. Und Gott im Himmel, er schaute durch die Weltengeschichte, durch die Zukunft. Und er wusste schon jetzt, dass es nicht bei diesem einen Mal bleiben würde. Aber da Gott immer derselbe ist, brach es auch diesmal ihm sein Herz, und er versprach, ihnen zu helfen. Und obwohl der König von Kemet selbst in der 9. Plage gesagt hatte: Nur noch dieses eine Mal, vergib mir. Und dann doch gezeigt hatte, dass er verloren gehen wollte, half Gott seinem Volk. Die Frage war: Wer sollte der Anführer sein? Niemand fand sich, der gegen Ammon die Armeen in die Schlacht ziehen konnte. Und man erinnerte sich, dass dort im Ostjordanland, Gilead, es einen obskuren Charakter gab, einen sehr zwielichtigen Menschen. Sein Name war Jephtha. Er war buchstäblich ein Hurensohn. Seine eigene Familie hatte ihn verstoßen. Er lebte am äußersten Rande des gelobten Landes, im Lande Tov, wo er mit nichtsnutzigen Verbrechern sein Unwesen trieb. Aber er schien der Einzige, der Mut genug haben könnte, die Ammoniter zu besiegen. Und so fragte man ihn, und er sagte zu. Und er ging in Korrespondenz mit dem König von Ammon und fragte, was deren Begehr sei. Und die sagten: Ihr habt damals uns, als Mose und Joshua hier durchgezogen sind, ihr habt uns unser Territorium abgenommen. Und Jephtha, so zwielichtig er war, er wusste ganz genau, dass das nicht der Fall war. Er wusste ganz genau, dass Gott ihn verboten hatte, die Ammoniter auch nur zu berühren. Und er wusste, dass Mose und Joshua sich daran gehalten hatten. Keinen Fußbreit hatten sie den Ammonitern abgenommen. Alles, was sie erobert hatten, war ein Land der Amoriter gewesen. Aber die Ammoniter wollten nicht hören. Und so schwor Gideon einen Schwur. Er sprach zu Gott: Wenn du die Ammoniter in meine Hand gibst, so soll das, was zu meiner Haustür heraus mit mir entgegenkommt, wenn ich im Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören, und ich will es als Brandopfer darbringen. So sprach er es,
Und so ging es. Und er zog mit der Armee gegen Ammon. Und sie besiegten die Ammoniter und eroberten 20 Städte der Ammoniter. Unter dem Jubel des ganzen Volkes kehrte er zurück. Mit breiter Brust kam er nach Hause. Und die Tür öffnete sich. Und seine Tochter kam ihm entgegen. Kein Hund, kein Schaf, keine Ziege. Womit er gerechnet hätte, nein, es war seine Tochter. Und sie erbat sich Zeit, mit ihren Freundinnen auf den Bergen die Tage ihrer Jungfrauschaft zu beweinen. Und es wurde eine Tradition in Israel, dass jedes Jahr die Jungfrauen Israels für 4 Tage die Tochter des Jephtha beweinen. Das Gesetz des Mose sah vor, dass kein Mensch geopfert werden durfte. Menschen, die dem Herrn gehörten, sollten ausgelöst werden mit Geld, durch Opfer, und sie sollten dann am Heiligtum dienen. Und Jephtha erfüllte sein Gelübde. In jener Zeit beschwerten sich die Ephraimiter, dass Jephtha sie nicht mit in die Armee hineingenommen hatte. Und sie rebellierten gegen ihn. Und als er sich gegen sie militärisch wandte, da flohen viele in das Ostjordanland. Und man stellte Wachen am Jordan auf, um flüchtende Ephraimiter festzuhalten. Die Frage war nur, woran erkennt man Ephraimiter im Vergleich zu Benjaminitern und Manasse, also Manassitern? Bald fand sich eine Antwort. Die Ephraimiter sprachen einen kleinen Dialekt. Und wann immer ein Mann den Jordan überquerte, fragte man ihn, sag doch mal Schibbolet. Und wenn der Mann nur Sibbolet sagen konnte, wusste man, es war ein Ephraimiter. Aussprache war damals lebensnotwendig. Es folgten die Richter Ifzan, der Schnelle, und Elon, der Starke, und Afton, der Dienstbare. In jener Zeit war die größte Plage Israels nicht im Norden oder Osten, sondern im Südwesten. Die Plischtim, die Philister, die dort schon seit vielen Jahrhunderten ihre Handelsniederlassung hatten, die aus dem Mittelmeerraum kamen, waren mittlerweile stark angewachsen. Und in jener Zeit war die ganze Welt in Aufregung. Selbst Kemet drohte unterzugehen unter dem Ansturm der Seevölker. Und nur mit Mühe konnten die Pharaonen und ihren Armeen jene Seevölker aus dem Mittelmeer zurückweichen lassen und zurückdrängen. Viele von denen siedelten sich jetzt im Land der Philister an und sie verstärkten die Kolonie dort. Und die Philister wurden zu einem machtvollen, großen Territorium mit 5 Stadtkönigtümern. Sie waren technologisch stark überlegen aufgrund ihrer Eisenbearbeitung. Jene Zeit war bedeutsam. Unter den Umwälzungen dieses Anstromes dieser Seevölker ging im Norden sogar das große Reich der Hethiter zugrunde. Und in jener Zeit war da ein Mann in der Nähe des Philisterlandes, unter denen, die übrig geblieben waren vom Stamm Dan in ihrem Hauptgebiet. Sein Name war Manoach und seine Frau konnte keine Kinder gebären. Und als sie beteten um einen Knaben, da kam ein Engel des Himmels, ein Malak, und sagte zu ihr, du wirst ein Kind haben. Sie kannte die Geschichten von Rebekka und von Sarai und von Rachel. Und sie fragte, wie das Kind erzogen werden sollte. Und dieser Engel, dieser Malak, gab die Antwort, dieser Sohn soll ein Nazirea, ein Geweihter sein. Mose hatte damals in seinem Gesetz
angewiesen, dass bestimmte Menschen sich Gott weihen können für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Zeitraum. Dann dürfen sie keine Weintrauben essen, keinen Traubensaft trinken und natürlich erst recht keinen Alkohol. Und sie müssten sich ihre Haare wachsen lassen. Lange Haare galten bei Männern als Schande. Aber die Gottgeweihten sollten explizit lange Haare haben. Darin sollte ihre Kraft bestehen. Das war die Anweisung für diesen Sohn. Und als man diesem Boten ein Zicklein bringen wollte, geschah dasselbe, was zuvor schon bei Gideon geschehen war. Der Bote, der die Rettung verkündigt hatte, stieg wieder im Feuer des Opfers gen Himmel. Derselbe Bote, derselbe Sohn Gottes, derselbe Michael. Das Kind wurde geboren und sie nannten ihn Schimschon, der so ist wie die Sonne. Und er wuchs auf und sein Haar wurde nie geschnitten, es wurde lang. Und er hatte außergewöhnliche Kräfte. Und er begann zu zeigen, dass Gott durch ihn Gewaltiges tun könnte. Er würde ein Richter sein. Und obwohl er gewaltige Kräfte hatte und niemand vor ihm bestehen konnte, gab es einen Feind, den er schwer besiegen konnte. Und das waren seine eigenen Augen. Zu oft ging er in der Nähe der Philisterstädte vorbei und sah die schönen Frauen. Und mit einer freundete er sich an. Und er setzte sich, jung wie er war, in den Kopf, diese Frau will ich heiraten. Seine Eltern versuchten, das auszureden. Sie hatten alle Mühe in die Erziehung ihres Sohnes gesteckt und sie wussten, Gott hatte verboten, sich mit den Heiden zu verbünden. Aber er wollte nicht hören. Und so ging er mit seinen Eltern eines Tages, um die Hochzeitsvorbereitungen durchzuführen. Und er ging an einem Weinstock vorbei, von jener Frucht, von der er nichts essen durfte. Und während seine Eltern vorangingen und er vielleicht ein bisschen hinterher trabte, da geschah es, dass ein Löwe aus dem Weinberg ihn angriff. Und die Löwen, die aus weiter Ferne diesen einen Löwen sahen, wie er diesen Menschen angriff, die entschieden sich, diesen Mann mit den langen Haaren werden wir nie wieder angreifen. Denn Schimson machte aus diesem Löwen einen Kadaver. Mit bloßen Händen zerriss er ihn. Als er Wochen später vorbeikam, da fand sich, dass in dem Kadaver des Löwen die Bienen sich niedergelassen hatten und Honig zu finden war. Der Tag der Hochzeit kam, 7 Tage sollte gefeiert werden. Und dem Schimson, dem Ausländer, wurden 30 philistäische Gefährten mitgegeben. Und er, als junger, starker Mann, der zeigen wollte, was in ihm ist, ließ sich dazu hinreißen, ein Rätsel aufzustellen. Er sagte, ich gebe euch 30 Gewänder, wenn ihr mir dieses Rätsel löst. Und tagelang versuchten sie, das Rätsel, das er ihnen stellte, zu lösen. Und sie konnten es nicht. Und dann bestachen sie seine Braut, die ihm in den Ohren lag und sagte, hey, wir werden verheiratet sein, du musst mir vertrauen, sag doch wenigstens mir das Geheimnis, sag doch mir die Lösung deines Rätsels. Und er hat eine Schwäche für Frauen, hat eine Schwäche für Frauen, die ihm das Ohr abnagten. Und er sagte die Lösung. Und als die 30 Gefährten mit breitem Grinsen am nächsten Tag zu ihm kamen und die Lösung des Rätsels ihm vermittelten, dass da nämlich Honig im Löwen sei, da wurde er zornig. Er ging hinaus, er schlug 30 Philister, nahm deren Gewänder und gab sie den Gefährten. In seiner Wut sah er, dass gerade die Ernte ist und er fing 200 Schakale mit bloßer Hand, band sie an ihren Schwänzen zusammen, kein leichtes Unterfangen für jeden, der schon mal Schakale gefangen hat, und zündete
und nahm Fackeln, die er anzündete, und steckte sie zwischen die Schakale. Die konnten sich nie einigen, in welche Richtung sie laufen wollten. Aber es reichte aus, um die ganze Ernte der Philister der Umgebung in Brand zu stecken. Als die Philister merkten, dass ihr ganzer Lebensunterhalt für das kommende Jahr in Flammen aufging, fragten sie, wer das getan hatte, und es stellte sich heraus, es war Schimson. Niemand wollte gegen ihn kämpfen. Man fragte also, was hat dazu geführt? Und die Geschichte wurde bekannt, und die Philister hatten so ihre Eigenart, mit solchen Dingen umzugehen. Sie kamen zur Braut von Schimson und dessen Vaterhaus verbrannten sie einfach mit Feuer. Simson selbst verbarg sich in dem Felsen Etam. Er wusste, die Philister würden Rache üben. Und tatsächlich, die Philister organisierten eine Armee, um ihn zu stellen. Aber niemand traute sich, dort auf den Felsen zu steigen, um ihn zu holen. Und so kamen seine eigenen Landsleute, die Israeliten, und sagten, schau mal, wir sind in großer, großer Bedrängnis. Die Philister kommen hier und sie verwüsten das ganze Land nur wegen dir. Und er sagte, wenn ihr mich nicht angreift, dann lasse ich mich binden und gehen. Werdet ihr mir versprechen, dass ihr mich nicht angreift? Sie versprachen es. Und sie banden ihn und sandten ihn gebunden in das Lager der Philister. Und da kam er mit seinen Fesseln. Und als er mitten im Lager der Philister stand und die sich freudestrahlend jetzt um ihn gruppierten und sich schon ausdachten, was sie mit ihm machen würden, er, der Schakale aneinander bindet und Feuerfackeln dazwischen steckt. Und die Israeliten in weiter Ferne ängstlich zuschauten, was aus ihrem Richter wird. Da strengte er sich ein bisschen an und plötzlich waren alle seine Stricke wie Wachs. Und er schaute sich um. Er hatte keine Waffe bei sich. Die Philister sprangen alle drei Sätze zurück. Er konnte an keine ihrer Waffen gelangen, aber er sah dort einen Eselskinnbacken, der so völlig nutzlos herumlag. Und den griff er. Und an jenem Abend, an jenem Tag bekam der Eselskinnbacken eine neue Funktion. Tausende starben, als Simson ihn in seiner Hand schwang. Und als die Armee aufgerieben war, dann schrie er zu Gott, ich bin durstig, als ob Gott, der ihm gerade geholfen hätte, nicht auch diese Not stillen könnte. Und Gott öffnete einen Felsen und Wasser floss heraus, wie er das damals in der Wüste getan hatte. So wurde Simson ein anerkannter Richter in jener Gegend. Einer, der das Volk befreite, vor dem die Philister schon zitterten, wenn nur jemand sagte, dass sein Name gehört worden sei in der Nachbarstadt. Und er besiegte jeden Philister, der ihm auf den Weg kreuzte. Aber er hatte sich selbst nicht im Griff. Schöne Frauen hatten es ihm angetan. Und selbst wenn die schönen Frauen im Land der Philister lebten, macht ihm das gar nichts aus. In Gaza, einer der Hauptstädte der Philister, in einem ihrer Stadt, ihrer Königsstädte, da ging er ein zu einer Hure. Und als die Philister das merkten, glaubten sie, jetzt ist unsere Hand. Die Engel im Himmel dachten vermutlich, was macht er nur für einen Unsinn? Und als er aufwachte und merkte, wie hilflos er ist, hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, was für einen Unsinn ich getan habe. Man glaubte, jetzt, wo die Stadttore geschlossen sind, er eingeschlossen ist, wird er nicht entkommen können. Doch Gottes Geist half ihm. Und er nahm das Stadttor einfach mit. Auf seiner Rückwanderung auf das Bergland. Er trug es nicht nur 10 Meter aus den Angeln, er nahm es aus den Angeln und trug es viele Kilometer, wahrscheinlich stundenlang, den Berg hinauf. Und dann trieb es ihn immer wieder an den Bach Sorek. Nicht wegen der Fische, die darin schwammen, und auch nicht wegen der Pflanzen,
sondern wegen einer Frau, die dort am Ufer ihr Haus hatte. Sie hieß Delila. Und wann immer sie besonders vertraut waren, lag sie ihm in die Ohren: Verrate mir doch, warum bist du so stark? Und er hatte eine Schwäche für Frauen, die ihm in den Ohren lagen. Und er verriet ihr, dass wenn er mit bestimmten Seilen gebunden werden würde, er sich nicht befreien könnte. Und sie glaubte ihm. Sie bestellte die Philister. Und als er besonders schwach und halbnackt in ihrem Bett lag, eingeschlafen war, da nahm sie die Stricke und band ihn. Und sie rief die Philister, aber ehe die so richtig im Haus waren, waren die Stricke schon alle wieder entzwei. Das Ganze geschah wieder. Sie fragte ihn nochmal: Ja, warum hast du mich betrogen? Und ihm kam es nicht einmal in den Sinn, sie zu fragen: Warum hast du mich betrogen? Er hatte eine Schwäche für schöne Frauen, die ihm in den Ohren lagen. Und er ließ sich wieder betören. Und wieder endete das Ganze im Tod von einigen Philistern. Und ein drittes Mal geschah es. Und diesmal dachte er sich: Vielleicht muss ich, um glaubwürdig zu sein, ein bisschen von der Wahrheit preisgeben. Und er sagte, es hätte was mit seinen Haaren zu tun. Wenn seine Haare festgebunden werden würden, dann könnte er sich nicht befreien. Und er zitterte schon ein bisschen, weil er wusste, dass ein Körnchen Wahrheit da drin ist. So band sie seine Haare fest, holte die Philister. Aber die starben nur, denn auch immer hatte seine Kraft ihn nicht verlassen. Und irgendwann begannen Engel im Himmel und die Bewohner ungefallener Welten sich zu fragen: Wie oft muss das noch geschehen, damit er es versteht? Warum liebt er eine Frau, die nur seinen Untergang will? Er traf sie wieder. Und sie lag ihm wieder in den Ohren. Und als ob er zielgerade auf seinen eigenen Untergang zulief, erzählte er die ganze Wahrheit, dass er ein Gottgeweihter war. Und auch in jener Nacht hatten sie viel Freude miteinander. Und auch in jener Nacht lauerten wieder Philister. Und auch in jener Nacht wachte er wieder auf, als der Ruf ertönte: Philister über dir. Und er dachte: Ja, kenne ich schon, haben wir schon mehrmals gehabt. Da sind wieder welche gekommen, sie haben die Lektion noch nicht gelernt, nicht wahr? Er hatte die Lektion nicht gelernt. Seine Haare waren alle abrasiert, abgeschnitten. Und plötzlich fand er sich wieder im Gefängnis der Philister. Simson war an sich selbst gescheitert. Man hat ihm die Augen ausgestochen. Und als irgendwann ein Fest des Gottes Dagon da war, als man sich belustigen wollte, zu Ehren jenes Fischgottes, da rief man den Blinden Simson und stellte ihn zwischen die Säulen und sagte ihm: Tanz ein bisschen zu unserer schönen philistäischen Musik. Hatte man damals nicht genau aufgepasst? War man schon etwas benebelt vom Wein? Niemand war es aufgefallen, dass Simson längst nicht mehr so glatzköpfig war. Die Haare waren wieder gewachsen, denn so wie Haare wachsen, so ist die Gnade Gottes. Sie kommt immer wieder. Und an jenem Abend, als Simson hörte, er konnte nichts mehr sehen, als er hörte, wie viele Philister dort in dem Raum waren, und als er hörte, welche Philister da waren, und dass große Philister und bedeutende Philister und Fürsten und Generäle da waren, und als er hörte, dass über 1000 Leute auf dem Dach waren, da entschied er sich zu einer Verzweiflungstat im Namen des Herrn. Er wusste, er hatte sein Leben an die Wand gefahren, er hatte sein Leben vergeudet. Wenn er jetzt sich noch einmal zu Gott bekehren könnte, könnte er jetzt vielleicht sein Leben geben für die Sache Gottes.
Und er bat Gott noch einmal um Kraft und Stärke und er lehnte sich an beide Säulen an. Und die gaben nach und begruben unter sich mehr Philister, als er zu Lebzeiten jemals erschlagen hatte. In jenen Tagen war es finster. Aber es gab eine Geschichte, die am Anfang dieses finsteren Zeitalters sich abspielte, die wie ein Lichtstrahl hineinleuchtete in die Finsternis des Zeitalters. Und auch diese Geschichte spielte in Bethlehem in Bethlehem. Es war gerade Hungersnot und ein Mann mit Namen Elimelech, mein Gottes König, und seine Frau Naomi, die liebliche und freundliche, entschieden, dass es nicht gut wäre, während der Hungersnot hier im Land zu bleiben. Sie würden lieber Fremdlinge sein in einem Land, das Gott ihnen nicht gegeben hätte, als sich in einem Land aufzuhalten, das Gott ihnen gegeben hätte und für das er offensichtlich sich nicht mehr sorgt. Und so zogen sie nach Moab auf die andere Seite des Jordan, wollten lieber Fremdlinge sein, als darauf zu vertrauen, dass Gott ihnen hilft. Und dort im Land Moab taten sie das, was Manoach verhindern wollte für seinen Sohn. Sie gaben ihren Söhnen moabitische Frauen. Und es schien fast so für die Engel und die Welten, die das beobachten, als wäre das nur einer von Tausenden, von Zehntausenden Fällen, die sich ständig ereigneten in jenen Jahrhunderten. Dass die Israeliten sich schon wieder mit den Götzendienern verbanden, weil sie nicht glaubten, dass Gott ihnen helfen kann. Und diese Geschichte ging tragisch weiter, so wie fast alle Geschichten. Elimelech starb und seine beiden Söhne auch. Und Naomi war plötzlich ganz allein, ohne Versorgung, ohne jemand, der ihr half, mit zwei moabitischen Schwiegertöchtern. Eine hieß Orpa, die Gazelle. Und die andere hieß Ruth. Und sie entschied sich, die Naomi zurückzukehren nach Bethlehem. Und sie sagte ihr meinen Schwiegertöchtern, bleibt hier in eurem Land, lasst mich gehen. Und beide widersprachen und beide sagten, wir wollen mit dir gehen, wir wollen deinen Gott kennenlernen. Aber Naomi hatte nicht viel Begeisterung für ihren Gott, der sich nicht scheinbar um sie gekümmert hatte, damals in Bethlehem. Und der ihren Mann und ihre Söhne von ihr genommen hatte. Aber die Ruth, die ließ sich nicht abwimmeln. Während Orpa blieb, sagte Ruth zu ihr, denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wenn die Leviten in jener Zeit ihre Aufgaben besser ausgeführt hätten, dann hätte wahrscheinlich die Naomi gewusst, dass es eigentlich verboten war, für die Moabiter Mitglied des Volkes Gottes zu werden. Wahrscheinlich hat sie das nicht einmal gewusst. So nahm sie besten Wissens und Gewissens die Moabiterin Ruth mit sich. Und sie kamen nach Bethlehem, an jenen Ort, wo so viel schon passiert war, dieser Weltengeschichte, Haus des Brotes. Und da sie mittellos waren, entschied sich Ruth, etwas zu tun. Sie ging auf das nächstbeste Feld, das sie finden konnte und wollte ein paar Ehren auflesen. Es war gerade die Zeit der Ernte. Es stellte sich heraus, dass dieses Feld dem Boas gehörte. Und als sie abends der Naomi erzählte, stell dir vor, ich war auf einem Feld und das gehört einem Boas, da wurde Naomi kreidebleich. Und sie sagte, weißt du, wer Boas ist? Nein? Boas ist unser Goel. Goel? Und sie erzählte, wie ihr Gesetzgeber Mose dieses Amt eingeführt hatte, des Goel, des Lösers, der sich kümmern sollte um alle Familienangelegenheiten. Der nächste Verwandte, der einen freikaufen konnte, wenn man in Sklaverei geraten war, der Schulden begleichen konnte, der, wenn es einen Mordfall gegeben hatte, der als Bluträcher auftreten sollte, der Anwalt und Verteidiger.
und Rechtsbeistand sein sollte. Boas ist aus unserer Verwandtschaft. Er ist unser Erlöser. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er allen Besitz deines toten Mannes kaufen könnte, wenn er wollte. Und dann könntest du seine Frau werden. Jeden Tag ging Ruth auf das Feld und jeder Sonnenstrahl erschien, ihr Herz mehr zu erwärmen. Und war es nur Zufall, dass Boas immer so freundlich über die Ähren blickte? Und war es nur Zufall, dass Boas dafür sorgte, dass sie immer die besten Ähren aufheben durfte? Und wann immer sie erzählte, wie nett und gut und freundlich Boas zu ihr war, da ahnte die Naomi. Sie ahnte, dass Boas wusste, um was es geht. Und eines Abends, als Boas so ganz alleine auf der Tenne war und sich schlafen legte, da wurde es Nacht. Und wovon er geträumt hat, ist nicht ganz klar. Das Holz, das Stroh war ein bisschen unbequem und er legte sich von einer Seite auf die andere. Und als er sich wieder einmal auf eine Seite drehte, merkte er, dass irgendetwas an seinem Fuß dort ist. Ein Hund, ein Löwe. Und im Dunkeln konnte er es kaum erkennen. Aber die Stimme war zu deutlich, eine menschliche Stimme, und sie war hoch. Es war eine Frau zu seinen Füßen. Sein erster Gedanke war, hoffentlich hat uns niemand gesehen hier. Sie hatte die ganze Nacht zu seinen Füßen gelegen. Es war ein alter Brauch, der deutlich machen sollte, ich bin dein, nimm mich, wenn du möchtest. Boas hatte die Botschaft verstanden. Er stellte sicher, dass sie noch vor dem Sonnenaufgang, bevor irgendein Nachbar nur über die Ähren hinüberschauen konnte, den Ort wieder verließ. Und er ließ keinen weiteren Tag verstreichen. Am nächsten Morgen ging er ins Stadttor, um sie und ihren Besitz zu lösen. Es gab noch einen Verwandten, der näher verwandt war mit ihnen. Und als er hörte, dass man ein Grundstück erwerben konnte, war er Feuer und Flamme. Als er hörte, dass damit eine moabitische Frau verbunden war, da war ihm das Kleingedruckte dann doch zu unangenehm. Und er gab das Recht auf Lösung auf und Boas bekam das Recht, das Feld und sie und alles, was ihr verstorbener Mann hatte, zu lösen. Und als Zeichen des Vertrages tauschten sie ihre Sandalen, wie es damals üblich war. Und er heiratete Ruth. Und wann immer sie sich fragte, ob sie bei diesem Gott wirklich angenommen sei, weil sie doch eine Moabiterin war, da erzählte er die Geschichte, dass er selbst nur ein Halb-Israelit war. Denn seine Mutter war eine Kanaaniterin. Er erzählte ihr von seiner Mutter, einer Hure, die Rahab hieß und die auch durch das Wirken Gottes gerettet worden war. Als ganz Jericho und Trümmer zusammenbrach, blieb ihr Haus stehen an der Stadtmauer, weil ein Seil hinaushing. Er selbst war ein halber Kanaaniter. Und er erzählte auch von seinen Vorfahren von Juda, der eine kanaanitische Frau geschwängert hatte, im Glauben mit einer Prostituierten zu schlafen. Und erzählte von den Zwillingen, die daraus geboren worden waren und dass Peres, der den Riss verursacht hatte, sein Vorfahr war. Der Gott, dem er diente, der kannte keine Rassenunterschiede. Er war ein Gott für die Israeliten und für die Moabiter und für die Kanaaniter. Und sie wurde schwanger und bekam einen Sohn, den nannte sie Obed-Dina. Und diese kleine Geschichte ist aufgeschrieben in einem Buch, das heißt Ruth. Es passte so nicht hinein in die Geschichte der Schofetim. Eine ganz besondere kleine Geschichte. In jener Zeit stand das Heiligtum da. Auch wenn sich kaum einer darum scherte, es war da und es war an einem Ort, der Shiloh hieß, Ort der Ruhe, dort im Gebirge. Dieser Ort sollte ein Hinweis sein auf den kommenden Erlöser. Gegen Ende des dunklen Zeitalters war ein Priester dort, der hieß Eli. Und wieder kam ein Mann vom Bergland Ephraim. Er hieß Elkanah.
Gott hat besessen. Und er besaß gleich zwei Frauen, Hanna, die Begnadigte, und Peninna, die Koralle. Und die Peninna, die hatte Kinder. Und Hanna hatte keine. Und das alte Spiel, das schon zu oft die Welten und die Engel zu Tränen gerührt hatte, dieses Spiel von Eifersucht und von Trauer, ereignete sich schon wieder. Und dort am Heiligtum weinte sich die Hanna alle Tränen aus. Sie wollte doch auch ein Kind haben. Und Eli, der Priester, der es gewohnt war, dass mehr Verbrechen am Heiligtum begangen wurden, als echte Gläubigkeit zu sehen war, der glaubte, sie wäre betrunken. Er tadelte sie. Doch als er hörte, was wirklich Ansinn war, segnete er sie. Und Gott hörte auch ihr Gebet. Und sie wurde schwanger. Und sie nannte ihren kleinen Sohn Schmuel, von Gott erhört. Und sie sang ein Lied: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wieder meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wieder meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr außer dir und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden, gehe nicht aus eurem Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden die Taten gewogen. Die da satt waren, müssen um Brot dienen. Und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat sieben geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr macht arm und macht reich, erniedrigt und erhöht. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Und als Klein Schmuel nur 3 Jahre alt war, entschied sie sich nach ihrem Gelübde, das sie abgelegt hatte, diesen kleinen Sohn Gott zu weihen. Und sie brachte ihn schweren Herzens zum Heiligtum. Und Gott schenkte ihr noch mehr Kinder. Doch Schmuel hat sie nie vergessen. Jahr für Jahr brachte sie ihm ein Kleid, das immer etwas größer wurde, weil auch er wuchs. Und sie glaubte vielleicht, dass er dort in bester Erziehung und Gesellschaft war, aber das war nicht der Fall, denn Eli hatte 2 Söhne, der eine hieß Hophni, Faustkämpfer. Das war eine sehr gute Beschreibung seines Charakters. Der andere hieß Phinehas, Mund einer Schlange. Er hieß so wie Phinehas, der damals die Moabiterin und den Israeliten im Zelt durchstoßen hatten. Und auch dieser Phinehas war mit Gerätschaft unterwegs am Heiligtum. Aber nicht um Menschen zu durchstoßen, sondern um Fleisch aus den Töpfen zu bekommen. Ihn und sein Bruder interessierte nur das Essen, das Fleisch. Und manchmal interessierte ihn auch das Fleisch derer, die dort anbeteten, vor allem der Frauen. Und Gott sandte einen Propheten zu Eli und fragte: Warum tretet ihr mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe, und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von dem besten aller Opfer meines Volkes Israel? Darum spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewiglich von mir aus- und eingehen. Aber nun spricht der Herr: Das sei ferne von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist. Und ihm werde ich ein beständiges Haus bauen. Und er wird alle Tage vor meinem Gesalbten aus- und eingehen. Eli verstand die Worte. Er wusste, dass Gott recht hatte. Aber er hatte keine Kraft, seine Söhne zu disziplinieren. Eines Abends lag Samuel alleine dort und hörte eine Stimme, die rief: Samuel. Und wie in den Kindergeschichten er gehört hatte von den Alten, von Abraham und von Jakob, rief er: Hier bin ich. Aber er vermutete, dass es sein Mentor Eli war. Und er weckte ihn aus dem Schlaf. Aber der hatte so fest geschnarcht und auf keinen Fall im Schlaf gesprochen, dass sich schnell herausstellte, dass es nicht Eli war, der gesprochen hatte. 3-mal ging das so, bis Eli es dämmerte: Es ist Gott, der spricht. In jenen Tagen waren Prophezeiungen und Visionen sehr selten. Und er instruierte den kleinen Samuel,
wenn die Stimme noch einmal kommt, dann sage so und so. Denn es ist Gott selbst, der mit dir redet. Aber diesmal rief Gott nicht Samuel. Er rief Samuel, Samuel. Der antwortete mit zitternden Stimme, hier bin ich. Und Gott offenbart ihm, was passieren würde mit dem Haus Eli. Und dass er, Samuel, der Priester und Richter und Prophet für Israel sein würde, er sollte das Volk aus dem dunklen Zeitalter herausführen. Wieder kamen die Philister und sie sammelten sich zur Schlacht in Afek, in der Ebene. Und als es so aussah, als ob die Philister siegen würden, da kamen die Israeliten auf eine scheinbar gute Idee. Sie brachten die Bundeslade aus dem Haus, aus dem Zelt aus Shiloh und sie brachten sie in das Lager, auf das Schlachtfeld von Afek. Und als die Philister jenen Kasten sahen aus Akazienholz, mit Gold überzogen und den Cherubin drüber, da bekamen sie das Zittern. Weh uns! Wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter retten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. Die Philister kannten noch die Macht Gottes. Seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Sie waren Männer, sie kämpften und sie kämpften stärker als gedacht. Und sie besiegten Israel, das eine seiner größten Niederlagen jemals erlitt. Und nicht nur Hophni und Phinehas fielen. Die Bundeslade selbst wurde gefangen genommen von jenen Seevölkern, von den Plischtim, den Einwanderern. Als Eli das hörte, bekam er einen Herzschlag, fiel um und starb. Man stellte die Bundeslade aus im Haus von Dagon, dem Fischgott. Man hatte offensichtlich noch nicht die Lektion gelernt, die schon Simson angedeutet hatte. Diesmal stürzte nicht der Tempel komplett zusammen, aber Dagon lag der Bundeslade stets zu Füßen. Und Plagen brachen aus im Land der Philister, bis irgendwann keine Philisterstadt mehr diese Bundeslade haben wollte. Und so fragten sie ihre Religionsführer, was wäre denn das angemessene Opfer, mit dem wir diesen Gott der Hebräer beschwichtigen könnten? Die hatten auch keine große Ahnung. Sie wussten nur, dass dieser Gott die Ägypter besiegt hatte. Sie wussten, dieser Gott kann sehr zornig werden und sehr mächtig. Und alles, was ihnen einfiel, war, naja, vielleicht ist er ja zufrieden, wenn wir ihm goldene Mäuse machen. Gesagt, getan. Und goldene Mäuse, 5 Stück, für die 5 Königsstädte des Philisterlandes wurden angefertigt. Die Frage war nur, wie wird man die Bundeslade wieder los? Wie wieder zurück mit ihr in das Land der Hebräer? Anfassen wollte sie keiner. Das war auch eine gute Idee. Man müsste sie fremdgesteuert dorthin bekommen. So entschied man sich, ein Rindergespann zu nehmen und die Bundeslade auf den Karren zu setzen. Und die Weisen der Philister waren sich noch nicht ganz sicher, ob die Plagen nicht vielleicht einfach nur eine Epidemie waren, die gerade wieder einige ankommende Einwanderer mitgeschleppt hatten. Um sicherzustellen, dass es wirklich der Gott der Hebräer war, wollte man Folgendes machen. Man nahm 2 Kühe, die gerade Kälber hatten, und sperrte die Kälber in einem Stall im Philisterland und spannte diese beiden Kühe vor den Karren. Und jeder Philister hatte genügend Kühe, um zu wissen, jede Kuh folgt ihrem Instinkt immer direkt zu den Kälbern zurück. Wenn diese Kühe trotzdem geradeaus gehen würden, in die entgegengesetzte Richtung, ins Land der Hebräer, dann wäre es der Gott der Hebräer. Gesagt, getan. Und obwohl der Instinkt in diesen Kühen sich aufbäumte und nach den Kälbern schrie, führten die Engel sie geradewegs in das Land der Hebräer zurück. Die Philister staunten. Und dort auf einem Acker blieben die Kühe stehen. Sie haben ihre Kälber nie wieder gesehen. Sie wurden gleich geopfert.
von den dankbaren Hebräern, die froh waren, dass die Bundeslade wieder im Land ist. Und jetzt, wo sie ganz ungeschützt ist, von irgendwelchen Zelten und irgendwelchen Priestern, die sagen, du kommst hier nicht rein, dachten sie, das ist unsere Gelegenheit, einmal die 10 Gebote mit eigenen Augen sehen. Und sie machten die Bundeslade auf und sie starben. 20 Jahre blieb die Bundeslade dort irgendwo in der Prärie, weil man plötzlich Angst bekam vor der Heiligkeit dieses Kastens. Es war 20 Jahre später, als der Patriarch Schmuel das ganze Volk zusammenrief und sagte, wir müssen eine gründliche Reformation in unserem Leben haben. Wir müssen die Bale und die Ascherim und all das aus unserem Leben verbannen. Und dort entschied man sich, sich neu dem Herrn zu weihen. Als die Philister zusammenzogen, griff Gott ein. Und Samuel nannte den Ort Ebenezer. Bis hierhin hat Gott uns geholfen. Er wohnte von dort an in Rama und richtete das Volk. Und weil er sah, dass es solche Probleme gab mit dem Wissen über Gottes Wort, entschied er sich, Schulen zu gründen, sogenannte Prophetenschulen, an denen Musik und Poesie unterrichtet wurde, aber vor allem das Wort Gottes und die heilige Geschichte, die Weltengeschichte, damit sich solch ein dunkles Zeitalter nicht mehr ereignen würde. Und als er alt geworden war, da kamen die Vertreter des Volkes zu ihm und sagten, siehe, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, so setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Tatsächlich hatte Samuel es versäumt, zu lernen von dem, was er bei Eli gesehen hatte. Eli hatte seine Söhne alles durchgehen lassen. Er hatte seinen Söhnen zu viel durchgehen lassen. Aber die Menschen hatten das nur als Ausrede. Sie wollten schon längst einen König. Sie hatten zurückgeschaut in ihre Vergangenheit, die letzten hunderte Jahre und gesehen, wir hatten keinen König, uns ging es schlecht. Und ja, sie hatten keinen König. Denn der König sein wollte über sie, der durfte es nicht. Als Samuel zornig wurde, sagte Gott zu ihm, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen. Salomo hatte solch eine Bitterkeit in seinem Herzen, weil er so viel für das Volk getan hatte. Und sie waren nicht dankbar dafür. Aber nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Es ist mein Volk. Ich habe sie auserwählt, damit sie das Reich Gottes, das Gesetz Gottes repräsentieren. Aber ich darf nicht König über sie sein. Sie folgen mir nicht. Lass sie einen König bekommen. Zeig ihnen deutlich, was es bedeutet, einen menschlichen König zu haben. Und Salomo gab sich alle Mühe, in den schwärzesten Farben auszumalen, was passiert, wenn man einen menschlichen König hat, der zum Militärdienst einzieht und der die Frauen nimmt und der die Grundstücke auf für sich in Anspruch nimmt. Aber sie wollten ihn unbedingt. Sie wollten so sein wie die Völker um sie herum. So sagte Gott, ich gab dir einen König in meinem Zorn. Und die Malachim im Himmel fragten sich, wer wird es sein? Wen wird Gott als König auserwählen? In jenen Tagen suchte jemand seine Esel. Die waren davongelaufen. Und er, der diese Esel suchte, hörte auf den Namen Shaul. Und Shaul war ein Nachfahre der Männer, die in Gibea die Schandtat begangen hatten. Er war aus dem Stamm Benjamin, der beinahe ausgelöscht worden war. Er war ein Nachfahre jener Verbrecher. Und ganz ehrlich, mit Religion hat er nicht viel am Hut. War ein großer, ein außergewöhnlich schöner und starker Mann. Aber als er in der Nähe von Rama war und seine Esel immer noch nicht gefunden hatte und er hörte, dass dort der Seher, der berühmte Samuel war, der dachte, es kann ja nicht schaden, ihn mal zu fragen. Er ging des Weges, er kam in die Stadt und wollte gerade fragen, weißt du, wo meine Esel sind? Da wusste er nicht, dass dieser Seher nicht nur weiß, wo Esel sind, sondern dieser Seher bereits die Zukunft gesehen hatte. Und Samuel lud jenen Shaul zu einem Opferfest. Und Shaul bekam die größten Fleischstücke und er wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und nachdem er aufgegessen hatte und verdaut hatte, nahm ihn Samuel auf das Dach seines Hauses. Und fast die ganze Nacht redeten sie sehr eindringlich.
Saul war groß, er war schön, er war stark, aber er hatte nicht viel Interesse an Gott. Er war eigentlich genau der Prototyp eines Königs, so wie die Israeliten ihn haben wollten, so wie die anderen auch. Und Samuel sah das. Aber er gab die Hoffnung nicht auf und versuchte so viel wie möglich von dem Wesen Gottes ihm zu erklären. Am nächsten Morgen, auf dem Wegesrand, der von Rama hinwegführt, nahm er Öl und salbte ihn zum König. Er gab ihm Zeichen, die eintreten sollten, und alle traten ein. Am Grab Rahels, auf dem Weg zu Bethlehem, da erschienen ihm drei Männer, die tatsächlich sagten, die Esel sind gefunden. Und ihm wurden zwei Brote gegeben, bei einer Terebinte. Und als dann Propheten vorbeikamen, kam der Geist Gottes auf ihn. Und er fing an zu prophezeien. Und die Menschen, die ihn vorher kannten, die sagten, ist das möglich, dass Saul sich für geistliche Dinge interessiert? Ist denn Saul unter den Propheten? Es wurde zu einem geflügelten Wort. Schon bald rief Samuel das Volk zusammen. Alle waren gespannt, wie würde der König bestimmt werden. Das Los sollte entscheiden. Und das Los fiel auf Benjamin. Das ärgerte einige der größeren Stämme. Manasse, Juda, Ephraim hatten sich Chancen ausgerechnet. Und dann fiel es auf den Sohn von Kisch, Saul. Und man fragte, wo ist er denn, der neue König? Man konnte ihn nicht mal finden. Er hatte sich versteckt beim Gepäck. Und als er schlussendlich hervortrat, schüchtern, ganz anders, als er vorher gewesen war. Da waren einige froh, dass es ein großer König war und dass er schön war und stark zu sein schien. Aber viele verachteten ihn und sagten, der soll uns retten, der traut sich nicht mal uns in die Augen zu sehen, der soll unsere Schlachten führen. Und die, die am lautesten nach einem König geschrien hatten, wollten ihn nicht, als er kam. So wurde zwar Saul zum König gekrönt, aber er wusste gar nicht, was er tun sollte. Deswegen ging er einfach wieder nach Hause, nach Gibea. Ein Grund, warum man einen König haben wollte, war, dass man hörte die Gerüchte, dass die Ammoniter wieder zu einem großen Zug, zu einer großen Expedition sich gründeten. Der mächtige König Nachasch, Schlange, hatte sich vorgenommen, Israel anzugreifen. Und er kam mit einer gewaltigen Armee. Er kam zu der Stadt Jabes in Gilead. Jene Stadt, die man damals angegriffen hatte, um Frauen für die Benjaminiter zu bekommen. Und er belagerte die Stadt und die wusste nicht, was sie tun sollte. Keine Hilfe weit und breit. Und sie sagten, okay, wir werden deine Diener. Und er sagte, okay, aber ich bin der König Nachasch, ich bin die Schlange von Ammon. Ich sage euch, wenn ihr meine Diener werdet, werde ich euch jedem Einzelnen ein Auge ausstechen. Ist das okay? Und sie waren so verzweifelt, dass sie sagten, gib uns 7 Tage Bedenkzeit. Dann gehen wir darauf ein. Die Nachricht kam nach Israel. Und die Nachricht kam auch zu König Saul, der als König von Israel mit einem Rind seinen Acker pflügte, weil er nichts zu tun hatte. Und in diesem Moment realisierte er plötzlich eine Bürde, die er niemals im Leben zuvor gespürt hatte. Er spürte die Bürde für sein Volk und er ließ sein Rind da, wo es war. Und er rief eine Armee zusammen, eine gewaltige Armee von 300.000 Mann. Und in einem nächtlichen Marsch überquerten sie den Jordan. Und sie griffen die Ammoniter an und in einer Schlacht, die noch Jahrhunderte später in Erinnerung blieb, siegte Saul. Und jetzt war da niemand mehr, der sagte, soll das unser König sein? Einige gaben sogar als Vorschlag an, man sollte all die Kritiker von Saul gleich am besten mit umbringen. Aber Saul wollte davon nichts wissen. Es war ein Tag des Sieges für Israel. Und man beschloss, erneut eine Königskrönung durchzuführen. Jetzt eine richtige, eine mit allem, was dazugehört, und zwar in Gilgal, an jenem Ort, wo man damals den Jordan überquert hatte, vor fast 400 Jahren. Und Gott donnerte, um deutlich zu machen, dass es nicht sein Wille war, dass sie einen König hatten. Und sie baten zu
zu Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Denn zu all unseren Sünden haben wir das Böse begangen, einen König für uns zu bitten. Jetzt sahen sie, dass es verkehrt war, aber sie konnten es nicht mehr rückgängig machen. Fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nicht retten können, weil sie nichtig sind. Denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten. Sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Er war nicht mehr Richter, aber er war immer noch Lehrer. Saul beging gleich einen seiner größten Fehler. Statt die Armee, wie sie war, zusammenzuhalten, schickte er die meisten Soldaten wieder nach Hause. Er wollte nur eine kleine stehende Armee von 3000 Mann haben. Und dann kamen die Philister wieder. Und er musste wieder die Armee zusammenrufen. Aber viele kamen nicht. Und er wartete und alle, die bei ihm waren, verließen ihn. Sie sollten sich in Gilgal treffen, doch die meisten verbargen sich in den Höhlen und Klüften. 7 Tage hatten sie ausgemacht, sollten sie erwarten. So lange war die Zeit, bis Samuel kommen würde, um das Opfer als Priester für das Volk zu bringen. Doch er kam nicht. Und als nur noch wenige 100 Mann an seiner Seite waren, da entschied sich Saul zu einer Sache, die für immer das Schicksal des Volkes beeinflusste. Er entschied sich zu glauben, dass Gott vielleicht jetzt die Sache nicht unter Kontrolle hat und er sich selbst helfen müsste. Er opferte einfach selbst. Kurz danach kam Samuel, fragte ihn, warum hast du geopfert, warum hast du nicht gewartet? Und er sagte, da wagte ich's, da machte ich mich stark und brachte das Opfer dar. Und Samuel musste ihm sagen, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Du hättest eine ewige Dynastie sein können. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem Eli war gesagt worden, dass sein Priestertum hätte ewig sein können. Aber es wurde ausgerottet und Gott wollte sich einen Priester suchen nach seinem Herzen. Dem König Saul wurde dasselbe gesagt. Und Saul anerkannte seinen Fehler, aber er wollte trotzdem in den Krieg ziehen und Samuel blieb bei ihm. Damals gab es keine Eisenwaffen in Israel. Nur der König selbst und sein Sohn Jonathan hatten solche. Und als die Armee so nutzlos, fragend, zweifelnd, wartend dalag, entschied sich der Sohn von Saul, Jonathan, zu einer wagemutigen Aktion. Er sah einen Wachposten der Philister oben auf einem Felsen und er rief ihnen zu. Und die riefen zurück und meinten, ja, wenn ihr Lust habt, kommt nach oben. Nie würde ein Mensch wagen, solch eine steile Klippe hochzusteigen. Doch Jonathan und sein Waffenträger taten genau das. Sie erklommen jenen Felsen. Und als die Philister sich umsahen, zu ihrem unglaublichen Erstaunen, waren die beiden Hebräer auf dem Felsen geklettert. Und dort erschlugen sie alle Wachposten. Und es entspann sich eine Schlacht, in der die Philister unterlagen. Den ganzen Tag hatten sie gekämpft. Und Jonathan nahm etwas Honig, der dort im Wald umherlag. Er hatte nicht gehört, dass auf der anderen Seite der Schlacht sein Vater Saul in völliger Verblendung, in völliger, wie soll man sagen, Engstirnigkeit den unsinnigen Befehl ausgegeben hatte, dass keiner seiner Soldaten den ganzen Tag etwas essen durfte. Die waren am Ende der Schlacht so ausgehungert, dass sie nach Sonnenuntergang sich auf die Tiere stürzten und mit Fleisch und Blut alles aßen.
Schon das war der Fehler von Saul, der jetzt zeigte, dass er in Konfliktsituationen nicht geeignet war als König. Doch als dann Saul hörte, dass sein eigener Sohn Honig gegessen hatte, fiel ihm nichts Besseres ein, als diesen Jonathan umbringen zu wollen. Was war das für ein König? Das Volk schritt ein und das Volk musste Jonathan vor seinem eigenen Vater bewahren. So überlebte Jonathan den Tag, an dem er als der Held den Felsen aufgestiegen war. Philister konnten ihm nichts anhaben, aber sein Vater Saul schien doch ungeeignet zu sein für das Königsamt. Saul hielt sich einen General, sein Name war Abner, und gemeinsam wurden sie beauftragt, eine letzte große Schlacht zu schlagen, die seit Jahrhunderten ausstand. Damals hatte Mose in das Buch eintragen lassen, dass Gott einen Krieg hat mit Amalek, weil damals auf dem Weg nach Sinai die Amalekiter Israel angegriffen hatten. Das war 2513 gewesen. Und jetzt, 4 Jahrhunderte später, sollte endlich der Rachefeldzug an den Amalekitern ausgeführt werden. Alles sollte vernichtet werden. So zog Saul mit seinem berühmten General Abner in die Schlacht. Sie vernichteten fast alles, bis auf das beste Vieh, mit dem man reich werden konnte. Und den König Agag, den ließen sie auch am Leben. Gott hatte geplant, dass dieser Strafzug an den Amalekitern ein Gericht Gottes ist und keine Bereicherungsaktion. Aber Saul verstand Gott nicht. Er war tatsächlich ein König, wie das Volk ihn wollte, nicht ein König, wie Gott ihn wollte. Und dann sprach Gott jene Worte zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Samuel hörte, dass Saul vor lauter Begeisterung ein Riesendenkmal hatte aufstellen lassen auf dem Berg Karmel. Ein Denkmal für seine gewaltige und riesige und großartige Schlacht. Und zu den Feierlichkeiten war auch Samuel eingeladen. Er kam, aber er brachte keine frohe Botschaft. Er sagte ihm genau das, was Gott ihm gesagt hatte. Und er sagte ihm, dass Widerspenstigkeit genauso schlimm ist, Rebellion genauso tragisch ist wie Wahrsagerei und Götzendienst. Betreten hörte Saul die Worte. Und Samuel ging den Berg Karmel wieder hinab. Er achtete nicht auf das gewaltige Denkmal zu Ehren von Saul. Er zog nach Rama zurück und er trauerte, denn er wusste nicht, was jetzt werden sollte aus Israel. Gott hatte den König erlaubt, Gott hatte den König verworfen, aber der König war immer noch da. Darüber sann er nach. Er würde Saul nie wiedersehen. Ich habe ein bisschen überlegt, was man am Ende dieser Episode für eine Lektion ziehen kann. Mir sind mehrere Dinge eingefallen. Vielleicht sind wir erschüttert über das, was alles möglich ist im Volk Gottes. Vielleicht sind wir erschüttert, dass die Dinge so deutlich und detailliert wiedergegeben werden. Aber zeigt sich nicht darin, dass Gott auch unser Leben wirklich kennt? Ist nicht auch unser Leben eigentlich viel erschütternder als das, was wir nach außen so zeigen? Gibt es nicht auch in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Empfinden Abgründe, die manchmal fast so tief sind oder so tief sind, wie wir sie hier offenbart gesehen haben? Gott kennt uns ganz genau und vor ihm ist nichts verborgen. Eine zweite Lektion ist die: Wie leicht hätte es damals sein können, auf das Volk Gottes zu zeigen, was war immer noch Gottes Volk? Und es gibt heute viele Menschen, die sich keiner Kirche, keiner Gemeinde, keiner Gruppe von Christen anschließen wollen, weil sie zu viel erlebt haben mit Menschen, die behaupten, Gottes Volk zu sein.
Weil sie Dinge gesehen haben, die manchmal schlimmer sind als das, was Menschen tun, die gar nichts von Gott wissen wollen. So wie in diesem Zeitalter. Als Menschen, die behaupteten, dem Gott des Himmels zu dienen, Dinge taten, die schlimmer waren als das, was den Kanaaniten überhaupt einfiel. Wenn du, lieber Freund, liebe Freundin, wenn du, lieber Freund oder Freundin, die hier auch vielleicht vor dem Livestream sind oder später diese Aufnahme sehen, in so einer Situation bist, dass du dich für den Gott des Himmels interessierst, auch wenn du so viele negative Dinge mit denen erlebt hast, die diesem Gott scheinbar folgen, dann lass die Geschichte der Ruth eine Ermutigung sein. Gott ist ein Gott nicht nur der Israeliten, Gott ist ein Gott der Moabiter und der Kanaaniter. Gott ist ein Gott für jeden, der ihm folgen möchte. In jener dunklen Zeit, als Gott der König hätte sein sollen, sagt er selbst, ich bin der König nicht gewesen. Vieles von dem, was heute Christen tun oder was früher Christen getan haben, ist nie im Auftrag Gottes geschehen. Und in diesem Sinne möchte ich uns einladen, dass wir unsere Augen weglenken von Menschen und hinlenken auf den einen, der trotz allem die Geschicke lenkt und dessen Gnade und Liebe und Hoffnung nie aufhören. Lassen Sie uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du nicht nur die schönen Seiten des Lebens zeigst. Danke, dass du nicht nur die Heldentaten hast aufschreiben lassen, sondern auch die Abgründe, die deutlich machen, dass du jeden Menschen genau kennst und die uns einen Spiegel vorhalten über vieles, was wir auch tun oder getan haben. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass auch wenn Menschen, die vorgeben, dich zu kennen, sich grausam und böse und abartig verhalten, dass das keinen Rückschluss erlaubt auf wie du bist, sondern nur darauf, dass sie sich haben verleiten lassen, verführen lassen, dass sie sich der Rebellion des Satan angeschlossen haben. Du bist immer derselbe, selbst wenn Menschen, die vorgeben, dir zu folgen, völlig daneben gehen. Und wir danken dir, dass wir heute unseren Blick von Menschen weglenken dürfen auf dich. Du sollst unser Gott sein. Und wir wollen dem Volk angehören, das du dein Volk nennst. Im Namen Jesu. Amen.